Hallöchen, Pascal wie immer aus Spanien. Tag 2 der Hühnerle, wo wir hier am Start haben. Ja, die sind auch ein bisschen geschädigt von monatelanger Einfärschung und ja, nicht so optimale Haltung. Es ist schon erschreckend, wie lange es braucht, dass Hühnchen überhaupt schnallt, hey, wir können raus. Die haben irgendwie noch Gitter vor der Nase oder so eingebildet. Ich weiß nicht wirklich. Ein bisschen. Die kommen ab und zu raus. Also ab und zu kommen die hier raus und springen auch hier ein bisschen rum. Und ja, haben eigentlich Spaß soweit. Aber sind nicht wirklich im Moment noch hier auf Erkundung. Die sind gehen hier bis zu, ich zeig das mal, da unten Futternapf und dann hier das Trinken schnell, rotz, rotz, und dann flitzen sie eigentlich schon wieder rein. Ja, siehst du, so denke ich, die sind schon ganz glücklich, die Sonne haben sie und kriegen endlich mal Tageslicht, weil die waren ja immer im Geschäft. Und somit, denke ich, haben die schon mal Spaß. Die Hühnerle, das wird sich hoffentlich die Tage bessern. Und wir werden ein bisschen aktiver hier und nützen auch den Platz, wo ich hier da schön gebaut habe. Die können echt ein bisschen flitzen. Das werde ich auch noch ein bisschen erweitern und noch ein paar anderen Stellen machen. Also die werden echt ein cooles Leben haben, und dafür hoffe ich ja natürlich auf unsere Eier. Ja, ihr seht den da hinten. Oh, jetzt kommen sie sogar. Den, ja, schön anständig bleiben. Und, genau, so sieht das dann aus. Rennen raus wie bescheuert und dann rennen sie doch wieder rein. Also, die brauchen noch ein bisschen. Mein Hund, der passt immer schön auf. Hier haben wir auch Füchse. Aber der macht das schon super. Ihr seht ihn ja da im Hintergrund, 1A, passt der auf. Und jetzt kommt sie tatsächlich, weil immer wenn ich eine Weile hier reinsitze, kommen die auch raus und tun dann auch fressen. Also, es funktioniert. Irgendwie bin ich der Hahn hier drin, ne? Also wenn ich komme, dann ist safe, ne? Also, schon krass, ne? Ich habe 3 Hühner unter Kontrolle, also heftig. ihr seht, die haben Spaß, ich habe Spaß, wir haben alle zusammen Spaß. Die sind echt noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen so. Aber das kriegen wir hin. Also, ein kurzer Bericht. Hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, Like und Abochen. Und dann werde ich euch weiter berichten, so kurze Infos, wie es mit den Hühnern weitergeht. Und demnächst, wie gesagt, über mich und die Messeraktion. Also Leute, bis später.